Ja, verehrte Präsidentin, vielen Dank. Meine Damen und Herren, liebe Brandenburger, bevor ich mit meinen Ausführungen loslege, möchte ich doch noch mal ganz kurz auf den Vorwurf von dem Herrn Schmidt zurückkommen, der mir vorgeworfen hat, ich hätte mich im Haushaltsausschuss nicht mit dem Antrag weiter beschäftigt zum Thema Stärkung des Verfassungsschutzes, gerade im Hinblick auf Antisemitismus. Es war Usus im Haushaltsausschuss bzw. Konsens, dass wir gerade die Anträge, die ausführlich schon in den Fachausschüssen besprochen wurden, nicht noch mal aufrufen, um sie extra zu besprechen. Hätten wir das nicht gemacht, dann würden wir bei den vielen 100 Änderungsanträgen vermutlich heute noch dort sitzen und da heute noch drüber diskutieren. Wir haben diese Anträge alle, auch Ihre, im Block abgestimmt. So viel dazu. Dass Sie aber diesen Vorwurf machen, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das schon relativ schäbig von Ihnen, Herr Schmidt. Und das hätte ich gerade von Ihnen nicht erwartet, gerade von Ihnen nicht. Aber an dem Punkt, ich lasse mal Nachlass walten, wenn ich mir die aktuelle oder mal Nachsicht walten, wenn ich mir die aktuellen Umfragewerte der SPD im Augenblick hier angucke, dann muss ich sagen, ja, das ist halt, wenn sich ein Ertrinkender um sich schlägt und zum letzten rhetorischen Strohhalm greift vor dem Absaufen. Nicht? Also dann lasse ich da mal nach. Lassen Sie, Herr Abgeordneter, eine Frage am Mikro senken? Nein, das lasse ich jetzt nicht, weil ich habe auch meine Restzeit für meinen Vortrag. Auch am Mikro 3 nicht? Die ich lasse jetzt keine weiteren Zwischenfragen zu. Gut. Sie können ja danach noch reden. Meine Damen und Herren, oftmals wird das Bild der schwäbischen Hausfrau bemüht, wenn über Sparsamkeit, das heißt, nur auszugeben, was wir einnehmen, gesprochen wird. Völlig vergessen wird hier unsere eigene Geschichte. So gehören Sparsamkeit und Disziplin zu den klassischen preußischen Tugenden. Brandenburg-Preußen wäre nicht zur Deutschland einigen Großmacht aufgestiegen, wenn der alte Fritz damals so unvernünftig mit den Steuermitteln umgegangen wäre, wie es die Landesregierung tut. Grundsätzliches Ziel der Landesregierung muss es sein, dass die Landesaufgaben nicht die Einnahmen übersteigen. Denn Schulden stellen die vorweggenommene Ausgabe prognostizierter Einnahmen dar. Sie reduzieren also die finanziellen Spielräume unserer Kinder und Enkelkinder. Ihnen zuliebe müssen die Schulden des Landes Brandenburg auf ein erträgliches Maß abgebaut werden. Denn die derzeitige Bevölkerungsentwicklung zeigt klar auf, dass unser bescheidener Wohlstand in Gefahr ist. Nach gegenwärtigen Prognosen wird unser Land Brandenburg bis zum Jahr 2040 einen Rückgang von ca. 282.000 Personen gegenüber dem Jahr 2013 erleiden. Während im Speckgürtel bis 2027 noch ein leichter Bevölkerungszuwachs zu erwarten ist, geht die Einwohnerzahl jenseits davon stetig zurück. Unser Land Brandenburg ist mehr als der Speckgürtel um Berlin. Dennoch werden die ländlichen Regionen Brandenburg seit Jahren gegenüber dem engeren Verflechtungsraum um Berlin stark vernachlässigt. Dies ist vor allem in den Kernbereichen Infrastruktur, Daseinsvorsorge und Sicherheit unübersehbar. Die damit einhergehende Unterversorgung der ländlichen Bevölkerung ist eine von den vielen Ursachen für die negativen demografischen Entwicklungen im weiteren Metropolenraum. Sinkende Kinderzahlen, die Abwanderung jüngerer Personen und eine stark zunehmende Seniorenzahl lassen das Durchschnittsalter der Brandenburger zudem erheblich ansteigen. Folglich sinkt die Zahl der Erwerbstätigen, die als Steuerzahler die Stütze unserer märkischen Gesellschaft bilden. Die Folge ist eine deutliche Verschlechterung unserer finanziellen Rahmenbedingungen. Doch diese besorgniserregende Entwicklung wird von der Landesregierung nicht nur völlig unterschätzt, sondern sogar noch verschlimmert. So hat der Landesrechnungshof völlig zu Recht kritisiert, dass angesichts der mittlerweile erreichten Höhe der allgemeinen Rücklage eine höhere Altschuldentilgung finanziell angezeigt und zugleich generationengerecht gewesen wäre. Ein konsequenter Schuldenabbau sowie zukunftsgerichtete Investitionen stellen schließlich einen wesentlichen Beitrag zu einer generationengerechten Haushaltspolitik dar. Jedoch dominieren in Brandenburg die Konsumausgaben. Weniger als 9% unserer Haushaltsmittel stellen im vergangenen Jahr Ausgaben für Investitionen dar. Dass unsere Infrastruktur immer weiter verfällt, ist angesichts dessen kein Wunder. Die Haushaltspolitik des Landes Brandenburg steht grundsätzlich vor großen Herausforderungen. Bei einem jährlichen Landeshaushalt von rund 12 Milliarden Euro können nur etwa 64% aus eigenen Steuereinnahmen gedeckt werden. Bei Staatsschulden in Höhe von rund 18 Milliarden Euro müssen wir ganz genau hinschauen, wofür wir unsere Haushaltsmittel ausgeben.
Aufgrund der hohen Verschuldung von diesen 18 Milliarden Euro muss das Land jedes Jahr mehr als 300 Millionen Euro an Zinsen zahlen. Und wir stellen uns einmal vor, wenn die Zinsen, die Zinsausgaben wieder ansteigen, beziehungsweise die Prozente wieder ansteigen, wie sich dann dieser Betrag auch noch steigern wird. Ich erspare Ihnen auszurechnen, wie viele Polizisten das wären, wie viele Lehrer, Erzieher und Professoren. Ein sparsamer Umgang mit unseren Steuermitteln ist unumgänglich. Eskapaden wie die Ruine des Nichtflughafens bei Schönefeld belasten unser Land Brandenburg monatlich mit mehreren Millionen Euro. Mit diesem Geld könnte ein großer Teil unserer maroden Infrastruktur wieder auf Vordermann gebracht werden. Mit den bisher für den BR verschwendeten Steuermitteln hätten umgerechnet etwa 6 Millionen Kita-Plätze kostenfrei zur Verfügung gestellt werden können. Die Landesregierung muss endlich lernen, mit den Einnahmen zurechtzukommen oder sich damit beschäftigen, wie diese ohne Steuererhöhung gesteigert werden können. Die Belastung der arbeitenden Bevölkerung mit Steuer- und Sozialversicherungsabgaben beträgt mehr als 50% des jeweiligen Jahreseinkommens. Deutschland liegt im internationalen Vergleich in der Spitzengruppe, was die Höhe der Steuer- und Abgabenbelastung anbelangt. Die Abgabenlast steht allerdings mit den erhaltenen staatlichen Leistungen in einem klaren Missverhältnis. Kein Wunder, profitieren davon doch vor allem diejenigen, die noch nicht so lange hier leben. So ein bedingungsloses Grundeinkommen ist schon feine Sahne. Die vergangene Plenardebatte zum globalen Migrationspakt hat auch ganz eindeutig gezeigt, dass die im Landtag versammelten Altparteien und insbesondere die Woidke-Regierung sich mehr für die Menschen auf anderen Kontinenten als um die Menschen hier in Brandenburg interessieren. Unser Land Brandenburg hat in seiner jahrhundertelangen Geschichte gewiss von der Zuwanderung aus fremden Ländern profitiert. Ich erinnere hier nur an die französischen Hugenotten, die sich binnen kürzester Zeit von selbst in unsere Gesellschaft assimilierten. Wir profitieren aber keinesfalls vom andauernden Zustrom von Menschen aus Nahost und Afrika, aus wirtschaftlich schwachen Staaten, deren Gesellschaftsmodell zudem in vielen Bereichen im Mittelalter verblieben ist. Die Todesstrafe, die Unterdrückung von Frauen und Mädchen oder die fehlende Toleranz gegenüber anderen Weltanschauungen, wie sie in islamischen Ländern an der Tagesordnung sind, haben in unserem aufgeklärten Land Brandenburg nichts zu suchen. Zudem wird der größte Teil dieser Menschen in der Masse über Jahrzehnte durch uns Steuerzahler alimentiert werden müssen. Angesichts der bereits beschriebenen finanziellen und demografischen Situation sollte eine vernunftbegabte Landesregierung ihr Hauptaugenmerk darauf legen, die Geburtenzahlen derjenigen, die bereits länger hier leben, zu steigern. Das geht nur, indem wir die klassische Familie aus Vater, Mutter und Kindern als Grundpfeiler unserer Gesellschaft entsprechend fördern und nicht Steuergelder für Gendergaga und anderen ideologischen Blödsinn verschwenden. Die Politik steht vielmehr in der Pflicht, bestehende Ungleichheiten der Lebensverhältnisse zu beseitigen und einen entsprechenden Ausgleich und für einen entsprechenden Ausgleich zu sorgen. Um die hierfür notwendigen Haushaltsmittel freizusetzen, fordern wir eine Prüfung der Staatsaufgaben auf ihre Sinnhaftigkeit und eine entsprechende Einschränkung, indem beispielsweise unnötige Bürokratie abgebaut und die ideologisch motivierte Förderung von Vereinen, Projekten und Initiativen mit den Zielen Kampf gegen Rechts, Gender, Vielfalt und Migration eingestellt werden, können bereits mehrere Millionen Euro für wichtige Investitionsmaßnahmen freigesetzt werden. Das ist genügend Geld, um kräftig in den Erhalt sowie den Neubau von Straßen bereitzustellen. Allein unser Straßennetz, Land und Kommunen weisen einen Investitionsrückstau von rund 3 Milliarden Euro auf. Pro Jahr werden allerdings nur 150 Millionen Euro Landesmittel in die Pflege unserer Infrastruktur investiert. Es ist somit kein Wunder, dass sich unsere Straßen, Brücken und Unterführungen zum Teil in einem erbärmlichen Zustand befinden und wir Brandenburger uns deshalb mit Dauerstaus, Verkehrsunfällen, Geschwindigkeitsbeschränkungen und einer erhöhten Lärmbelästigung konfrontiert sehen. Der aktuelle Bericht des Landesrechnungshofes offenbarte, dass der Schuldenstand des Landes Brandenburg je Einwohner zum Jahresende 2017 6.666 Euro betrug. Im Vergleich zum Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer lastete auf jedem Einwohner Brandenburgs also eine um 205 Euro höhere Schuldenlast. Wie können unsere Straßen angesichts dieser hohen Pro-Kopf-Verschuldung im beschriebenen maroden Zustand sein? Es zeigt sich wieder einmal, alles, was Sozialisten vom Geld ausgeben verstehen, ist, dass es von anderen nimmt. Da muss man ja auch nicht so genau hinschauen, wofür man es ausgibt. So bietet der Haushalt haufenweise Einsparungspotenzial. Alleine unsere 10 nochmal eingebrachten Streichanträge summieren sich bereits auf 16,5 Millionen Euro. Damit hätte doch sicher die eine oder andere Straße saniert werden können. Der Staat hat die Pflicht, unser Leben, unsere körperliche Unversehrtheit und unser Eigentum zu schützen.
Er hat dies besonders gegenüber jeglicher Form organisierter Kriminalität und islamischem Terrorismus zu tun. Um qualifizierte junge Menschen und Seiteneinsteiger für den Beruf, für den Polizeiberuf zu begeistern, bedarf es einer angemessenen Bezahlung. Unsere Landespolizisten dürfen nicht schlechter gestellt sein als Polizisten der Bundespolizei. Es müssen unbedingt mehr Polizeianwärter pro Jahr eingestellt werden, damit die Übernahme der notwendigen Zahl an ausgebildeten Polizeibeamten gesichert ist. Grundsätzlich sollten 500 Polizeianwärter pro Jahr eingestellt werden und somit mehr als von der Landesregierung vorgesehen. In Anbetracht der Sicherheitslage und der gestiegenen Bedrohung durch Islamisten sollte zudem der Verfassungsschutz ausgebaut werden. Lieber will man aber das eh schon knappe Personal politisch missbrauchen gegen die unliebsame Konkurrenz von uns, der AfD, als gegen die wahren Feinde unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft von links und fanatisch-religiösen Spinnern. Eine andere Baustelle sind die nach wie vor zu wenigen Richterstellen in der Straf- und Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die Personalbedarfssituation an den Straf- und Verwaltungsgerichten in Brandenburg ist in den vergangenen Jahren durch die erhebliche Anzahl von Straf- und Asylverfahren erheblich angestiegen. Trotz des bereits im Haushaltsgesetzentwurf 2019-20 vorgenommenen geringen Stellenaufwuchses sind die bestehenden Verfahren nicht zu bewältigen, sodass weitere Richterstellen dringend geschaffen werden müssen. Die Landesregierung hat es auch versäumt, eine gute medizinische Versorgung in der Fläche in Brandenburg aufzubauen. Eines der vielen Probleme ist die ungleiche Verteilung der Arztpraxen zwischen Speckgürtel und ländlichem Raum. Unseren Ärzten muss es wieder attraktiv gemacht werden, sich vermehrt auf dem Land niederzulassen. Wir haben deshalb einen Antrag eingebracht, der die Förderung der Neugründung von Facharztpraxen im ländlichen Raum vorsieht, um die medizinische Versorgung der Bevölkerung zu verbessern, der, wie nicht anders zu erwarten, auch abgelehnt wurde. Alle Brandenburger sollen schließlich eine bedarfsgerechte medizinische Versorgung erhalten, unabhängig vom Wohnort. Gerade in ländlichen Regionen gestaltet sich das jedoch immer schwieriger. Bereits jetzt werden Praxisneugründungen in den 6 Facharztgruppen Hausarzt, Kinderheilkunde, Frauenheilkunde, Augenarzt, Dermatologie und HNO-Heilkunde landesweit gefördert. Die Mittel reichen in unseren Augen aber nicht aus, um die medizinische Versorgung bedarfsgerecht sicherzustellen. Ähnlich sieht es im Bereich der Grundschulbildung aus. Auch hier könnte es besser laufen. So benötigen wir dringend weitere Grundschullehrer. Hierfür genügt es nicht, nur neue Studienplätze zu schaffen. Das Mittel der Wahl sollte eine gerechte Vergütung der Bildungsarbeit sein, als Garant auch zukünftig Lehrer in Brandenburg halten zu können. Die Herausforderungen immer heterogener Klassen verlangen eine gerechte Bezahlung auch innerhalb des Lehrerkollegiums. Von den knapp 7.000 verbeamteten Grundschullehrern in Brandenburg befinden sich laut Ansatz 2019 noch 940 Lehrer in der Besoldungsgruppe A12. Die Umwandlung dieser mit einem Aufstieg in die Besoldungsgruppe A13 ist eine Maßnahme der Wertschätzung und des Respekts für eine aufopferungsvolle Arbeit, die mittlerweile weit über den Vermittlungsauftrag hinausgeht. Die Landesregierung erwägt aber erst für 2020 eine Einordnung aller Grundschullehrer in die Besoldungsgruppe A13. Die AfD-Fraktion fordert die Beschleunigung des Umwandlungsprozesses, um schon jetzt tarifliche Gerechtigkeit schaffen zu können. Die Investition in Lehrergehälter, vor allem an Grundschulen, ist eine notwendige Handlung, die zukunftsfähige Schulen und eine solide Bildungssituation liefert und Abwanderung vermindert. Sie schafft für junge Abiturienten eine Perspektive im öffentlichen Dienst, für intensive Arbeit eine auskömmliche Vergütung zu erhalten, die den Beruf des Lehrers wieder wettbewerbsfähig machen wird. Auch dem Denkmalschutz misst die Landesregierung nicht die Bedeutung bei, die wir uns wünschen. Dies führt dazu, dass immer mehr Zeugnisse unserer Geschichte zerfallen oder mutwillig zerstört werden. Das beste Beispiel ist hier der Umgang der Landesregierung mit Bodendenkmälern wie in Schmölln, welches im Zuge der Errichtung eines Regenrückhaltebeckens kurzerhand vernichtet wurde. Wir haben in diesem Haus darüber schon gesprochen. Weitere Zeugnisse des fehlenden Respektes vor unserer gemeinsamen Geschichte sind in zahlreichen Bauten, die im gesamten Land vor sich hingammeln. Generell machen Sie sich wenig für diejenigen, die mit ihrer täglichen Arbeit die derzeit sprudelnden Steuereinnahmen erwirtschaften. Hier denke ich zum Beispiel an die vielen von der langen und extrem Dürre geplagten Landwirte. In der Verwaltungsvereinbarung zum Bund-Länder-Hilfsprogramm für die Dürreschäden wird betont, dass aktuell keine tragbaren Versicherungslösungen für Dürreschäden in Deutschland angeboten werden. Wir hätten hier gerne eine Vorreiterrolle eingenommen, aber leider wurde unser Antrag von Ihnen abgelehnt. Zur Vorsorge für künftige Schäden aufgrund widriger Witterungsverhältnisse
und eine Ernteausfallversicherung infolge Dürre aus Landesmitteln zu erproben. Meine Damen und Herren, ich möchte mich am Ende meiner Rede noch bei den Mitarbeitern und bei unserem Sekretariat des Haushaltsausschusses für die hervorragende Arbeit bedanken. Haushaltsberatungen bedeuten für Sie angesichts der Menge an Haushaltsänderungsanträgen wohl die stressigste Zeit des Jahres. Ein großer Teil dieser Arbeit war aber von fragwürdigem Nutzen, da der Haushalt für das Jahr 2020 aus unserer Sicht verfassungswidrig ist, wie mehrere unabhängige Gutachten bereits ergeben haben. So, ja? Ihre zwei Seiten, oder? Das sagen Sie, ja, ja, schon klar, das wird das Verfassungsgericht zu entwerten haben. So hat unser anderem der anerkannte Staatsrechtler Prof. Dr. Schachtschneider Bedenken zur Verfassungsgemäßheit eines Doppelhaushaltes, welcher das Wirtschaftsjahr nach der kommenden Landtagswahl betrifft, geäußert. So werden die Wähler in ihrer neuen politischen Ausrichtung, in ihrer Budgethoheit nicht mehr durch das Parlament vertreten, wenn wir uns heute anmaßen, einen über die Legislaturperiode hinausgehenden Haushalt zu beschließen. Allein der am 1. September 2019 neu gewählte Landtag ist dazu legitimiert, den Haushalt für die kommende Legislaturperiode zu beschließen. Der aktuelle Landtag hat keine legitimatorische Kraft zur Regelung eines Zeitraumes, welcher ausschließlich die folgende Legislatur betrifft. Die Legislaturperiode ist aus gutem Grund zeitlich begrenzt. Die Wähler haben so regelmäßig die Möglichkeit, ihren jeweiligen politischen Willen zur Geltung zu bringen. Das Königsrecht eines Parlaments ist das Haushaltsrecht und Sie, liebe Landesregierung, Sie treten es mit Füßen. Der Haushaltsplan, wie er jetzt zu beschließen geplant ist, bildet nicht den demokratisch legitimierten Willen des Nachfolgeparlaments ab. Er wird demnach mangels Legitimation durch den 7. Landtag Brandenburgs verfassungswidrig und nichtig sein. Eine Legitimation besteht allenfalls bis zum 31. Dezember 2019, denn das Haushaltsjahr ist grundsätzlich das Kalenderjahr. Mit Prof. Dr. Schachtschneiders Rechtsgutachten wird die AfD-Auffassung ausführlich bestätigt, dass der verfassungswidrige Doppelhaushalt ein unzulässiger Versuch der gescheiterten Voigt-Regierung ist, ihre Politik gegen die Menschen in Brandenburg über ihr Regierungsende hinaus fortzusetzen. Am 1. September 2019 wird diese Regierung endlich abgewählt und die für Brandenburg fatale Politik des Nichtstuns beendet. Wir plädieren für die Ablehnung des vorliegenden Haushaltsgesetzes, sodass die nächste Landesregierung ihren eigenen Haushaltsplan aufstellen kann. Die AfD-Fraktion verweigert dem vorliegenden Haushaltsgesetzentwurf daher, aber nicht nur deshalb, die Zustimmung. Vielen Dank.